What's poppin', Boys and Girls? Hier spricht die Jaco aus dem Schnitt. Ja, ich bin quasi die Zukunfts-Jaco von der Jaco, die ihr gleich in diesem Video sehen werdet. Wenn ich der Vergangenheits-Jaco einen Tipp geben würde, dann bitte rauch nicht, wenn du Alkohol trinkst, denn du hast aufgehört. Du wirst dieses Video schneiden müssen und dann wirst du das wollen, was in diesem Video ist. Ich habe gemeinsam mit einem Gast ein Video gedreht, wie ihr jetzt gleich sehen werdet. Und zwar mit dem lieben David the David David, einem meiner absoluten Lieblings-Instagrammer, der als Format jeden Dienstag auf Instagram den TMI Tuesday hat und ihn jetzt auch auf YouTube, auf seinem eigenen YouTube-Kanal bringt. Und das haben wir zusammen gedreht. Ja, und ich habe mir gerade so das Intro angeguckt. Normalerweise macht man das unter YouTubern immer so, also häufig ist der Trick, das Intro nach dem Hauptteil aufzunehmen, weil man dann nicht mehr so aufgeregt ist und so ein bisschen mehr Power hat. Blöd ist aber halt, wenn man während des Videos trinkt und dann halt betrunken ist, wenn man das Intro macht. Und deswegen wollte ich kurz ein extra Intro geben und euch eine kleine Information mit auf den Weg geben. Und zwar nehmen David und ich jetzt gemeinsam den TMI Tuesday auf. Eventuell wird euch dieses Video gar nicht so TMI vorkommen. Das liegt daran, dass ich nur den zweiten Teil unserer Aufnahmen bekommen habe, wo wir eigentlich schon ziemlich deep waren. Also ich werden jetzt so ein paar diepe Gesprächsthemen erwarten. Und wenn ihr dann am Ende des Videos rüber zu David geht, dann wird höchstwahrscheinlich da eine Menge TMI auf euch warten. Das ist alles, was ich euch sagen wollte und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ihr seid süß und klein. Oh Gott, ich sage, das Video wird so iconic. Ich versuche gerade abzugeben, dass ich es oft iconic sage. Ich habe letztens von Miss Ivanka Thiel im Podcast Gag gehabt. Dort war in einem Interview und hat auf Instagram gesagt, also diese queer Jugend, die sagt alle noch iconic, 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 iconic. Und dann verliert sie das Wort an Macht. Und ich meine, das Wort an sich, ikonenhaft, ne, iconic, hat schon so eine krasse Wirkung, dass man es eigentlich nicht so oft benutzen darf. Und ich gehöre auch dazu, dass zu den Menschen, die das aber zu oft benutzen, sondern dass es gar nicht mehr so diese Wucht hat. Weißt aber du kannst ja nichts dagegen machen, weil du hast ja eine Binge-Disorder. Siehst du, das ist mein Persönlichkeitstyp, Jaco. Ich bin genauso. Ich nehme ein Wort und benutze es in jedem Satz. Ja. Wahrhaftig. Vor allem, dass wir dieses Gespräch führen, während ich gerade am Pissen bin, ist halt auch großartig. Finde ich auch. Wahrhaftig. What's poppin'? Das hängt schon weg. Ich habe heute einen Gast da, und zwar den lieben David. Hallo, ich bin der David. David hat auf Instagram ein Format jeden Dienstag, und zwar den TMI Tuesday. Jo. Möchtest du dieses Format definieren? Ich habe irgendwann damit angefangen, über Dinge zu sprechen, über die andere irgendwie nicht so richtig sprechen. Und dann dachte ich so an TMI. Es gibt ja so diese Termen, dass wenn du was sagst, was andere triggert, weil es irgendwie zu krass ist, zum Beispiel über Kacken redest oder was auch immer, dann kann die andere Person im Englischen sagen so, wow, that's TMI, that's too much information for me. Und das ist quasi so ein, hör auf weiter zu reden, weil es zu krass für mich ist. Und dann mache ich so, let's make a thing out of it. Wegen werden wir beide jetzt sehr intime Fragen mit euch besprechen. Trigger warning. Können wir Magic Fingers einbauen? Magic. Und jetzt aus dem Hast du das von Dings, wie heißt das, den Film? Anal. Gibt es einen Film, der Anal heißt? Bestimmt. Dr. A. Nahl. Es ist Dienstag. Und es ist der schönste Tag der Woche. Und es ist Zeit für den einzigen, für den wahren TMI Tuesday. Ping. Ping. Das war nicht so gut. Okay, nochmal. Ping. Willkommen. Oh mein Gott, das ist das Intro. Ja, wirklich. Ich bin deswegen weggezogen, weil ich in meinem Freundeskreis so groß wurde, dass es mich so gestresst hat und ich nicht in der Lage war, Leute auszusortieren, weil es mir einfach gemacht hat, bin ich weggezogen. Weil ich wollte mich halt nicht damit auseinandersetzen. Ich bin richtig gut daran, mich dem zu entziehen, was mir unangenehm ist. Was er beschreibt, dieser Rückzug, ist für mich Normalzustand. Drei Freunde? Ja. Also natürlich kenne ich mehr Menschen als drei Freunde, aber mein reguläres Leben besteht daraus, dass ich mich so mit meinen 2 bis 4 engsten Freunden treffe. Und das ist gut. Ich glaube, es gibt da kein gut oder schlecht. Es kommt darauf an, wie du tickst. Wenn ich in eine Gruppe gehe,
wo ich zum Beispiel 10 Leute so halb kenne oder 15 Leute so halb kenne, dann komme ich fix und fertig zu Hause an, außer ich bin betrunken. Mhm. So, weißt du? Und ich kenne aber Leute, die gehen in solche Gruppen und da geht es erst richtig los mit der Energie. Ich bin so. Ja, das ist dieses Extrovertierte. Oh mein Gott, Leute geben mir so viel Energie. Ey, das ist so krass, weil ich habe nämlich, man denkt ja immer, man geht ja immer von sich selber aus. Und ich habe mit Jasmin ein Gespräch geführt, sie ist auch ein krasser Introvert. Mhm. Und sie gemeint hat so, David, wenn ich in einer Gruppe von Menschen bin, dann kostet mich das Energie. Also es raubt mir Energie, allein präsent zu sein. Das heißt nicht mal, dass sie mit den Menschen spricht, sondern einfach in der Situation zu sein, raubt ihr Energie und mir gibt das Energie. Und ja. Dadurch, dass ich das ist jetzt genauso, als würde ich zu dir sagen, oh, PMS, ja schlimm, kann ich nicht wissen. Mhm. Weißt du? Ja. Ist genau wie, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, dass es mir Energie raubt, in einem Raum voller Menschen zu sein, weil es mir Energie gibt. Also es wäre super naiv zu sagen, ja, ich verstehe dich, weil ich kann es nicht verstehen. Ich kann es mir, ich versuche es so, es macht Sinn. Mhm. Also cool, dass du es mir sagst so. Aber ich kann mich da nicht reinfühlen. Ich bin relativ gut darin, mich in die Situation, also in die Gedanken anderer reinzuversetzen. Und weißt du, wie schlimm muss das sein, wenn du in den Raum voller Menschen kommst und dir raubt das Energie? Ich bin zu Hause mit mir alleine. Mhm. Und ich komme in so eine Schleife wie, oh, das lese ich mir durch, oh, das mache ich jetzt und dann mache ich das. Und ich bin ganz doll in meinem Kopf mit mir irgendwie unterwegs und ich lade Energie auf. Und irgendwann bin ich so, boah, ich habe voll viel Energie, ich muss was mit Menschen machen. Weil es eigentlich ein angenehmes Gefühl ist, wenn du Energie runterfährst und wieder hochfährst. Weißt du, dieses Up and Down ist eigentlich dieses Geile. Wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag zu Hause alleine arbeite, dann kann ich gar nicht mehr so produktiv sein, weil ich fahre dann so richtig runter und habe keinen Antrieb, weil ich andere brauche, die mich wieder hochbringen. Ich kenne das nicht so, andere haben mich hochgebracht. Ja. Ich kenne nur, ich hatte eine geile Zeit mit Leuten, aber davon muss ich mich jetzt kurz erholen, damit ich wieder eine geile Zeit mit Leuten haben kann. Gott, das ist so fucking spannend, oder? Und ich habe so eine richtig hohe Consume Energy. Ich kann so 3 Tage mir am Stück YouTube-Videos rein. Und bei mir ist es wirklich komplett umgekehrt. Ja. Wenn ich Research betreibe und im Bett liege und YouTube-Videos gucke, um mich zu belehren, also um mich, ne? Ja. Also um was zu lernen. Raubt mir das mehr Energie als alles andere. Wobei es natürlich auch aufs Thema ankommt. Es gibt ja Themen, die mehr Energie rauben als andere, ne? Oder? Ja. Umso weniger Bock du hast, desto negativer Energie raubend ist es ja auch. Nee, auch wenn mich das interessiert. Wenn ich alleine was konsumiere, was mich weiterbringt, finde ich das super krass anstrengend. Also krass, krass, krass anstrengend und muss dann sogar abbrechen. Also ich muss dann abbrechen, weil mich das so anstrengt. Wenn du mich in eine Bar packst, aha, voller Menschen, auch die ich nicht kenne, und ich kann Leute unterhalten und kann mich mit Menschen unterhalten, ja, dann kriege ich wie so ein High. Und dann habe ich aber ganz krass dieses, ich habe jetzt vergessen, wie du das genannt hast, aber dieses, oh mein Gott, ich muss dir was erzählen. Ja. Das habe ich immer, die ganze Zeit nur. Dann hast du vielleicht hohe Blast Energy. Ich bin Blast. Ich bin David Blast fucking Jacob. Ja, so unterschiedlich ist das. Aber auch cool irgendwie. Das ist richtig cool, vor allem wenn man darüber spricht. Und wenn man jemanden kennenlernt, wo das genau andersrum ist, du bist so. Ja. Und das ist nämlich genau das so. Das ist ja auch über Education. Weil du gehst von dir selber aus, weil du kennst ja nichts anderes. Ja. Und über sowas zum Beispiel, ich bin jetzt 19 und hat man niemandem bis jetzt darüber gesprochen. Ich liebe das. Ich verstehe. Das ist Education, über solche Dinge zu sprechen und sich mit Leuten auszutauschen. Wo das genau andersrum ist, um überhaupt ein Verständnis dafür zu bekommen, dass andere Menschen nicht so denken wie du. Und du musst ja das Negative aus diesen Sachen rausholen, weil das Ding ist, wenn jemand dieses Wort introvertiert, also wenn ich zum Beispiel zu Leuten sage, so, ich bin introvertiert, dann ist dieses Gefühl, ich habe das Gefühl, das kreiert in Leuten dieses Gefühl, oh Gott, das ist gerade total anstrengend, für sie mit mir Zeit zu verbringen. Und ich sage immer, nein, ich liebe es, mit dir Zeit zu verbringen. Meine Energie lädt und entlädt sich nur anders. Ich bin glücklich, während ich hier bin. Ich gehe nur später nach Hause und lade einfach wieder auf, während du gerade hier auflädst. Aber dieses Entladen ist kein negativer Prozess. Außer ich finde den Menschen scheiße, dann ist es negativ. Wenn ich mich mit Menschen zum Beispiel umgebe, mit denen ich mich nicht verstehe, dann ist diese Batterie innerhalb von 10 Minuten leer. Wenn ich aber mit Menschen zusammen bin, mit denen ich mich gut verstehe, dann kann das 5, 6, 7 Stunden dauern. Und dann gehe ich nach Hause, bin glücklich.
Kenne ich nicht. So, wollen wir noch eine Frage? Also, wir können noch zwei oder drei. Ich bin drin. Wenn man das nicht gefragt, ob ich schon drin bin. Sagt entweder jeder immer was sexuell Zweideutiges oder nein, sag du. Ich nur. Du bist einfach fucking Königin auf, ich sage Dinge, die so hart danach klingen, als würdest du es mit Absicht tun und du merkst es nicht. Jaco ist, ich kenne niemanden so wenig. Awareness. Auf everything. Von seiner Umwelt mitbekommen. Ich habe das noch nie erlebt, dass jemand so. Ich das ist aber auch krass im Moment. Ja, ich bin du bist gar nicht auf dieser Welt. Diese Streifen auf der Straße, diese weißen, ne? Die sind für mich. Menschen wie ich fahren nicht in Geraden deswegen. Ich würde so gern wissen, wie ich als Autofahrer wäre. Du fährst und jemand geht einfach über die Straße, obwohl er noch nicht über die Straße gehen darf. Und du musst wegen den Bremsen. Was passiert? Schreien, hupen, Fenster runter. Spucken. Ich habe immer dieses persönliche Personality-Ding im Kopf. Das war hier auch eine Frage, was. Okay. Aber das war die sexy Personality. Aber was bin ich denn? Also, wenn ich jetzt sage, was du bist, dann musst du den Test aber auch die nächsten Tage machen, damit wir es einsehen. Den machen wir jetzt gleich. Ja. Ich glaube, dass du ein ESFP bist. Im MBTI-Slang. Nein, ich kann dir das dir gleich sagen. Heißt es der Entertainer? Ja, wir sind ESFPs. Die haben immer sehr viel Spaß. Die sind sehr doll da. Die haben sehr, sehr viel Spaß an Dingen, die sich auch gut anfühlen, so wie Musik, Tanzen. Die haben aber auch diese Wut, also ich nenne das immer die SE-Wut. Das sind so, ich habe ganz, ganz viele SE-Freunde und die haben dieses, zum Beispiel auch im Straßenverkehr. Also am besten erkennst du, welcher Persönlichkeitstyp jemand ist, wenn du siehst, wann er ausrastet. Die einzigen Situationen, wo ich sofort ausraste, ohne dass ich davor lange geschluckt habe, und ich liebe Schlucken. Eine Servicekraft, also mein Getränk ist leer und jemand sieht das nicht. Stört dich das? Ja. Dann ach, bin ich krass. So, you have one job to make me feel good. Wenn ich in eine Servicekraft wäre, dann würde ich irgendwo hingehen, wo noch so viel im Getränk ist und würde sagen so, bist du noch durstig, Schatz, kann ich dir noch was bringen? Sprichst du das dann aus? Sagst du dann, Entschuldigung, mein Getränk ist leer? Nee. Nein? Was sagst du denn dann? Ich bin, mein zweiter Vorname ist passive Aggressivität. Ich bin dann so, ich bin schon echt durstig. Ich hätte mir gewünscht, ich wäre vor 10 Minuten gefragt worden, ob ich noch was zu trinken haben möchte. Aber es passiert hier ja nicht. Und alle Leute um mich rum. Weißt du, wie ich damit. Haben so krass. Wenn ich mit dir am Tisch sitze, bin ich so, ich muss ganz auf die Toilette. Ich bin auf der Toilette. Und dann bin ich auf der Toilette so. Ist es gleich vorbei? So Kevin, hey, ist es vorbei? War die Servicekraft schon da? Ich komme gleich wieder. Weil ich bin nämlich so, ich sitze da und sag dann, boah, findest du nicht auch, dass die mal hätten gucken können? Ich habe voll Durst. Und dann so nach einer Stunde, Entschuldigung. Ist das hoch? Nee, ist sympathisch. Wir haben gestern über Tanzen gesprochen und es ist so, dass wir darüber gesprochen haben, zu welcher Musik wir tanzen. Dann habe ich gesagt, du gehst bestimmt zu Techno feiern. Dann hast du gesagt, wir müssen zusammen feiern gehen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann komme ich mit. Ich habe letztens Tutorials gemacht zum Shuffeln. Wird mir das dann helfen? Ich kann Running Man, so wie geil bin ich denn? Für mich war es so... Ich weiß nicht, ob man noch nicht in Berlin shuffelt. Ich glaube... Ich habe gedacht, man shuffelt in Berlin, wirklich, ich schwöre. Und dann hat David erzählt, wie er tanzt. Wie hast du das gesagt? Ich habe es halt nur noch. Und dann hast du gesagt, wenn du Leute fragst, wie du tanzt, sagen sie, total sympathisch. Mein Feiern ist so mein Ventil, um den Kopf freizukommen. Sprich, es geht mir nicht darum, hot auszusehen, es geht mir nicht darum, Typen aufzureißen, sondern es geht mir darum, mit meinen Freunden maximalen Spaß zu haben, was auch bedeutet, dass ich all das tue, was sich gerade richtig anfühlt, unabhängig davon, wie ich dabei aussehe. Und ich glaube, die Appreciation, die ich ernte, ist von Menschen, die sich das nicht trauen, weil ich selbst dabei nicht immer gut aussehe, weil ich nicht ausstrahle, ich will hot sein, sondern ich habe Spaß, bedingungslos. Was hot ist. Was aber eigentlich auch hot ist. Ich werde irgendwann mal, wenn ich in einem Club bin, wo man das Handy benutzen darf,
jemanden fragen, ob er mich dabei filmen kann. Um ach, kein Problem, ich filme dich sowieso. Ich will bitte nicht in einen Club gehen, wo man das Handy rausholen darf. Ich wusste nicht, dass es diesen Satz gibt. Was? Ich wusste nicht, dass es diesen Satz... Ich hab's akustisch verstanden. Was meinst du damit? Ich wusste nicht, dass es Clubs gibt, in denen man sein Handy nicht rausholen darf. Darfst du schon, aber es ist abgeklebt. Wie ist es abgeklebt? Deine Kamera. Wer hat die denn abgeklebt? Der Türsteher? Nein! Was? Ich gehe wo rein und da klebt jemand meine Kamera ab? Ja. Noch nie mein ganzes Leben davon gehört. Du verarschst mich. Nein! Naja, ja, da gehe ich am liebsten hin, weil du bedingungslos so sein darfst, wie du möchtest, ohne Angst davor haben zu müssen, dass es jemand festhält. Aber das klingt doch aufregend, so als ob da... Weiß ich nicht. Da Dinge passieren, die man auch nicht festhalten sollte. Wenn ich irgendwo in einem Video sehe, stehe so... Ich vergesse David feiern. Bevor ich mit Kevin in einer Beziehung war, war ich in einer Beziehung, wo es keine Grenzen gab. Was? Es gab Also in meiner letzten Beziehung, in einer Beziehung, wo es keine Grenzen gab. Das war so die erste richtig intime Beziehung, wo man so alle Grenzen ausgetestet hat, dass quasi man alles vom anderen wusste. Du kanntest den Körper in- und auswendig und es war so, der hat vor mir gekackt. Es hat eine unfassbare Intimität geschafft, die ich mir zum Beispiel in einer Freundschaft für mich total wertvoll ist. Mhm. Aber in einer Freundschaft. In einer Freundschaft. Und ich habe ja natürlich auch eine Freundschaft mit meinem Partner. Mhm. Weil sonst funktioniert das für mich persönlich nicht. Mhm. Aber dann habe ich Schoßgebete von Charlotte Roach gelesen. Ich kenne nur Feuchtgebete. Und da hat sie gesagt, dass sie und ihr Mann bewusst Geheimnisse wahren. Und das ist etwas, was ich auch von dieser Frau, wo ich den Tantra-Workshop in Thailand gemacht habe, die hat gesagt, dass sie ganz, ganz viele Workshop-BesucherInnen hat, die sagen, in langjährigen Beziehungen diese sexuelle Spannung aufrechterhalten. Mhm. Und sie hat gesagt, das kannst du nur über Mystery. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte gerne getrennte Schlafzimmer. Weil umso mehr du Leben trennst, desto mehr ist diese Mystery da. Zu 1000%. Deswegen ist ja auch die Kennenlernphase so spannend. Weil du weißt noch nicht alles. Genau. Es ist eine fremde Person, da ist noch alles offen. Gegenfrage, warum haben Menschen in einer Beziehung nach kürzester Zeit das Bedürfnis zusammenzuziehen? Das geht nicht in meinen Kopf. Warum bewahrt man sich nicht komplett seinen Space? Ich kenne Konzepte, die seit einem Beispiel sind 7 Jahre, ein Beispiel 2 Kinder, 15 Jahre, die das später begriffen haben, die dann merken, so, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, so die getrennt wohnen oder getrennt Schlafzimmer haben, die das vorher auch anders hatten. Also das eine Konzept, das Beispiel, das ich jetzt nenne, sind jetzt 8 Jahren zusammen. Und es funktioniert perfekt. Diese Beziehung ist wundervoll. Du siehst die und die haben dieses frisch verliebt Dienst, weil sie seit 7 oder 8 Jahren zusammen sind und nicht zusammen wohnen und sich teilweise auch mal 2 Wochen nicht sehen oder nur am Wochenende sehen und deren Alltag unter der Woche getrennt voneinander verbringen, weil sie diese Mysteriosität haben behalten konnten. Ja. Aus dem Grund. Und dann hast du das andere Beispiel. Diese Menschen, die das anders hatten und waren so, nee, das geht nicht. Mhm. Und dann obviously in einem Haushalt wohnen mit 2 Kindern, mhm. aber weit voneinander entfernte Schlafzimmer haben und sich das zurückgeholt haben. Nur so könnte ich mir, so ist es besser, nur so könnte ich mir eine prickelnde Beziehung vorstellen, die ich wirklich den Rest meines Lebens führen könnte, weil ich nicht alles weiß, weil ich nicht alles preisgebe, weil ich nicht alles teilen muss, weil ich immer noch in einem Mensch bin. Mhm. Weißt du? Ja. Weil in dem Moment, wo du deine Schlafenszeit, du hast doch keine Privatzeit mehr so. Ja. Die einzige Zeit, die du privat hast, die einzige Zeit, die du mit dir verbringen kannst, ist deine Zeit, wo du das Bad zumachst und kacken gehst und duschen gehst. Ja. Und dann gibt es aber Beziehungen, wo das Bad offen gelassen wird und jemand gekacken, während du duschst. Ja. Und du bist so, wann bin ich mal mit mir? Wenn wir beide die gleiche Arbeitszeit haben, wann? Ja.
wie kannst du denn dann sagen, so, ich bin noch mit mir und wir gehen zusammen den Weg, aber sind, verschmelzen nicht in eins, weil das toxisch ist. Und ich glaube zu 100%, dass das ganz, ganz viele Trennungen und Scheidungen zur Folge hat, weil das ist der Grund. Aber weil die Reflexion fehlt, wissen sie nicht warum. Das Einzige, was sie merken, ist, ich möchte mit jemand anderem schlafen, aber nicht mit dir. Und ich weiß nicht, wieso. Offensichtlich gehören wir nicht zusammen. Aber es ist nur passiert, weil es zu viel zusammen passiert ist. Mhm. Aber zu sagen, ich möchte dich weniger sehen, ist so wie, ich liebe dich nicht. Mhm. Aber das ist nicht dasselbe. Also es ist für mich persönlich in meiner Beziehung das Befreiendste auf der Welt, weil ich vorher auch in einem total anderen Extrem gelebt habe, wo ich sowas nicht sagen konnte, weil ich dachte, man darf das nicht. Also so im Sinne von, die wahre Liebe ist, wenn du alles teilst und trotzdem willst. Das ist so dieses... Was einem kommuniziert wird auch. Du liebst jemanden nur, wenn du alles mit dem teilen willst, wenn du immer den um dich herum haben willst. Das ist so das, was ich früher als Teenie zum Beispiel gedacht habe, dass das so sein soll. Und für mich ist es das Befreiendste auf der Welt, dass ich sagen kann, wir müssen weniger Zeit miteinander verbringen. Und das ist aber schwierig, weil dahin kommst du nur, wenn du keine Verlustängste hast. Weil wenn du Verlustängste hast und jemand sagt zu dir, ich würde gern mehr Zeit mit mir alleine verbringen, weil ich würde gern mehr Zeit mit meinem Hobby verbringen und irgendwie macht mich das nervös, wenn du mal da bist. Und dann denkt der andere Mensch, oh mein Gott, ich bin nicht wichtig genug. Der will mich nicht um sich haben, der will Abstand von mir haben. Weißt du, das sind so Ängste, die da sind. Aber das ist ja auch, da zeigst du ja auch echt Eier/Eierstöcke. In der neuen Lingo wäre es Eier/Stöcke. Das ist übrigens so, das hast du vorhin gemacht, dass du das schon so krass eingebaut hast, dass man es gar nicht merkt. Und ich kann es leider nicht, weil ich noch nicht drin gewöhnt bin. LehrerInnen, ich kann das noch nicht. Ich habe komplett vergessen, was ich gerade sagen wollte. Was ich an dir wertschätze, ist, dass du die Eierstöcke hast, das anzusprechen. Dass du wirklich das schaffst, dich zu überwinden, weil das ist Comfortzone, das ist unangenehm, sowas anzusprechen, weil... Aber das kommt mit deinem Gegenüber an. Und mein Freund ist der toleranteste Mensch auf der ganzen Welt. So, dass du nicht keine Angst haben musst. Genau, da kann ich sagen, was ich will. Props an Kevin. Schmetterling. Und ich habe Schmetterling. Oh mein Gott, das habe ich im Intro überhaupt nicht angesprochen. Die Leute denken so, was ist mit ihr los? Jetzt rüber zu David, schaut den zweiten Teil und abonniert David, weil David ist ganz toll und David macht jetzt jede Woche 7 Videos. I feel the pressure. Macht's gut. Und Leute, die ihre anale Phase nicht richtig durchlebt haben, werden schwul. Ich liebe diese Mischung aus so belesen sein und so intelligent sein und dabei so Antänzen und Schmetterlinge geklebt.